Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Deltarune Chapter 2. Ja, gestern haben wir uns ein bisschen vorgekämpft. Joel wurde entführt und unser Job ist es jetzt natürlich, sie zu retten. Und wir haben endlich die Teleporttür. Na, endlich! Ich hab die Trash Zone, die Menschen und Cyberfield. Gehen wir mal kurz zu Cyberfield. Einfach allein schon, um die Tür zu testen. Ah, das ist so eine schöne Hintergrundmusik. Oh, du hast hier relativ gut aufgeräumt. Ja, da wünschte ich, da wäre jemand, der so gerne aufräumt wie er. Ja, tut mir leid, den wirst du nicht finden. Ne? Ich genieße diese Musik einfach. Kann ich mir hier Sachen wieder kaufen? Ich brauche auf jeden Fall ein paar Bagels. So, ich hoffe, ich habe das Inventar jetzt voll mit denen. Es gibt ja noch ein Nebeninventar. Ja, ich habe jetzt das ganze Inventar damit voll. Ey, ganz ehrlich. Weg damit. Und her mit dem Bagel. Kann ich mehr gebrauchen als den scheiß Candy. So, mein Inventar ist auf jeden Fall gefüllt. Was war denn nochmal die Trash Zone? Ach, hier der Bereich. Wo ich dann hier auch noch ein bisschen was abgeben kann. Du hattest doch hier dieses riesen Inventar. Das ich momentan komischerweise nicht nutzen kann. Naja. Haben wir das auch geklärt? Dann können wir ja zum Menschen zurück, ne? Was gibt's hier eigentlich im Shop? Oh, etwas, das sogar 100 heilt. Okay, hin zum Bauteil. Der Royal Pin wäre praktisch. Ich hätte vielleicht erst in den Shop gucken sollen. Ich verkaufe mal die ganzen Bagels. Weil das hätte ich mir echt sparen können. Einen Moment, wir machen das schlauer. Ich wollte jetzt nicht das komplette Spiel schließen. Ich starte jetzt einfach nochmal neu von meinem Speicherpunkt und anstatt zurückzugehen, kaufe ich einfach direkt dort. So. Das macht die ganze Geschichte auch viel leichter. Sell Items. Du kannst das Candy haben. Ich weiß nicht mehr, was der Dollar macht. Das Mecha-Saber kannst du auch haben, weil ich eh niemanden umbringen will. Und warum auch immer ich die Mannequin überhaupt gekauft habe. So. Und das ist eine Gruppenheilung. Davon kaufe ich mir auch auf jeden Fall eben kurz ein paar. Dann kaufe ich mir hiervon noch. Und ich habe noch genügend Geld hierfür. Und die letzten zwei investiere ich nochmal in Spaghetti. So, wer hat die Abwehr denn am dringendsten nötig? Ich würde sagen, unser Healer kriegt das. Vor allem, weil das auch die Magie hochjagt. Dann kann ich das alte Ding verkaufen. Hier bitte. Ja, Talk. About yourself. Wer bist du denn überhaupt? Du bist Spotch. Das ist der Oberbutler. Wenn sie nicht gerade für die Königin arbeiten, dann machen er und die restliche Gesellschaft hier, um diesen Kaffeeshop zu betreiben.
Und wir sollen einfach kaufen, wie es uns beliebt. Ja. Sie verdient das absolut, euch alle da zu haben. Oh, die können Karate. Also, die können diesen Karate-Handschlag. Ich kann den nicht. Wenn es nicht gut. So. Outfit als nächstes. Jo, der sieht richtig gut aus, der Anzug. Ach, manche versuchen sogar, ihn nachzumachen. So, und was ist mit Roxas Card? Er weiß nichts, wo unten der gute Roxel ist. Ach, der wollte dort der Oberbutler werden. Der wurde von dem Messerbliebnis Morn verbannt, weil er sich genervt hat. Auch gut. Dann machen wir hier mal weiter. So, das speichere ich einmal kurz ab. Unser Inventar ist gut gefüllt. Wir haben 5 von diesen Batschus und 5 von den Spaghetti-Codes. Und was zum Geier macht nochmal der Doc-Dollar? Oh. Der ist nur zum Verkaufen da. Okay, dann verkaufe ich den eben und kaufe mir nochmal irgendwas davon. Aber der wird mit jedem Chapter hässlicher. Beziehungsweise der bringt mir weniger. So. Buch über Abkürzungen. Aber die öffnen sich erst später. Ja, dann let's go. Mona Lisa McQueen als Bild. Ja, wir sind recht leicht rausgekommen, letztens. Naja, ohne Lancer wären wir nicht rausgekommen. Nee, ich finde diese Kunst nicht so schön. Ich will diese dummen Bilder auch nicht ansehen. Warte, das war eine Warnung. Greifen die mich an? Ja, die greifen mich an. Das sind Flammenwerfer. Einer da spuckt permanent Feuer. Den muss ich irgendwie erst ausschalten. Das konnte ich umdrehen. Hat das irgendwas da oben ge... Ach, jetzt habe ich eh schon einen abbekommen. Ja, hier hat es was ausgelöst. Ja. Ich höre... Ja, mit den Schuhen, das kann ich verstehen. Die zweite Regel finde ich gut. Die dritte geht. Die vierte ist wieder gut. Okay. Hier würde es eigentlich weitergehen, deswegen gehen wir erstmal nach unten, weil ich gucken will, was wir dort finden können. Schnell durch. Der bläst in kurzen Abständen. Oh. Ein Revivement. Nice. Damit kann ich einen komplett wieder hochheilen, wenn er gestorben ist. Das ist sehr praktisch. Ich hab's kaputt gemacht. Ich wollte es eigentlich gar nicht kaputt machen. Halfworm, ich muss... Einfach nett zu denen sein. Och. Ja, jetzt ist offenbar schon mit denen geglückt. Nice. Schön, dass man die auch bekämpfen kann. Und je nachdem, was für eine Aktion man macht, ändern sie die Farbe.
Das ist... Oh, das Candy hätte ich so gern gehabt. Das wäre bestimmt lecker gewesen und hätte komplett alle geheilt. Also nicht voll, aber es hätte sie geheilt. Ja, die kommen, wenn ich die Sachen kaputt mache. Oder? Ich versuche die Teile jetzt mal leben zu lassen. Jetzt haben wir 3 von denen hier. So, bei jedem einmal. Oh. Ich muss darauf achten, welche Farbe die haben. Eek! Oh Gott, 3 von denen sind ja richtig schlimm. Der braucht Wärme. Ich denke mal, Susi kann ruhig defenden. Weil ich brauche für den da unten auch nochmal Kälte. Die müssen gelb werden, damit ich sie wahrscheinlich überreden kann. Okay, wieder das. Ich wollte in Cookie. Das Bonbon, Entschuldigung. Ich habe hier was irgendwie verwechselt. Aber auf Cookies hätte ich jetzt auch gut Bock. So, bei dir brauche ich Kälte. Du, ja, komm, ich brauche eine Teamheilung. Pacify. Nee, nicht Pacify. Health Cold auf dem in der Mitte. So, und jetzt sind die alle fertig. Oh, der ist grün geworden. Nein, ich will das nicht. Da war schon wieder ein... Oh. Warte, wenn wir schon einmal den Heal-Prayer schon voll haben, dann heile ich auch einmal. Ich achte jetzt genau drauf. Wo ist der Bonbon? Nirgendwo. Verdammt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, wenigstens habe ich jetzt die fertig rekrutiert. Das ist doch was Gutes. Ne? Ein Moment, ich will kurz was gucken. Okay, Audio funktioniert ganz in Ordnung. Hm, nein. Label, da steht Task drauf. Ah, da ist so ein kleiner Unterschied beim letzten Buchstaben. Muss ich darauf achten? Hier steht Timberly drauf. Eins davon hat einen anderen Namen. Du bist doch bestimmt ein Boss. Wenn ich die anordnen soll, wie denn? Ja. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, der unten, oder? Oh, und wenn man falsch liegt, muss man kämpfen. Oh, da. Wahrscheinlich hätte ich alles richtig gemacht, hätte ich gar nicht erst kämpfen müssen. See, die sagt mir auch noch, wo ich hin muss. Aber wenigstens sind das geschenkte TP. Warte mal, ich mache erstmal die weg. Action! Ach du Kacke. Das ist doch schon zu viel für mich. Oder? Warte.
Event. Pacify. Einen kann ich schon mal wegmachen. Und wenn ich mit den Katzen fertig werde, kriege ich direkt richtig viel. Oh. Au. Ja, ihr macht miau. Ich hab's schon verstanden. Defend, Defend. Pacify auf Katz. Ah! Die eskaliert ja richtig, die Frau! Warte, ich will erstmal heilen. Oh Gott. Au. Warte, nein! Schnell! Futter den Saft! Au. Au. Ausweichen ist irgendwie nicht so ganz meine Stärke. So. Ich will nur einmal healen, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Aber ich glaube, bei der ist das nicht unbedingt die schlauste Idee, den Kampf in die Länge zu ziehen. Deswegen mache ich lieber Spare. Die habe ich rekrutiert. Nice. Welche Gefahr habe ich hier? Da drüben ist doch safe was. Als ob. Ich muss die Schalter richtig aktivieren. So, jetzt ganz schnell. Die stehen kacke. Ich werde überfahren. Schnell, schnell, schnell. Oh, das war knapp. Was kriege ich jetzt dafür? Den Tod. Ich muss ganz schnell die Knöpfe drücken. Was habe ich für Mäuse getan? Und hab dadurch eine Galerie gefunden. Was ist da drin? Chainmail. Also eine Kettenmail. Ah, okay. Soll das zu 10 weiteren senden? Ich gönne mir die Defense. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich irgendeine der Statuen hat was Besonderes an sich. Dreht jetzt hier mal jede Statue an. Vielleicht tut sich was. Nee, bisher nicht. Ah, und jetzt ist ja alles offen. Dafür habe ich mich durchgekämpft. Ach so, das sind Angriffe. Und diesmal muss ich bei allen aufpassen, dass es sie nicht trifft. Ups. Da habe ich was verwechselt. Oh, ich bin bei der Dinner Party in der Sektion A. Dann nehme ich doch gerne dran teil. Aber zuallererst einmal Spaghetti Code. Da ist nur ein weiterer drunter, also. Ihr seht lustig aus. Ah, okay, ihr seid so Antivirenprogramme. Da ist ein Häkchen drunter. Hier sind Mäuse. Du bist Mausemelian.
Oh. Nimm das doch mit. Ich wollte die Friese mitnehmen. Und das ist bestimmt für mich. Hallo? Da. Easy. Hat es einen Grund, dass das hier auf dem Kopf steht? Au! Okay, ich muss alle roten finden. Nur um die Knöpfe zu drücken. Oh, wieder so ein Spiel. Also sowas kann ich. Hab gerade eine Fliege erschlagen. Oh, ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Wartet, wie viel Geld habe ich? 1000. Spaghetti Code. Nee. Ich glaube, es lohnt sich mehr, wenn ich sie damit einmal voll heil. So. Wie viel habe ich? Ich habe 3 Spaghetti Codes und 4 von diesen Juice. Dann kaufe ich 2 von denen und vom Rest die. Und ich kann sogar hier noch einen Globus verkaufen. Tension Bit hebe ich mir für die Queen auf und gebe das dann Waltzy. Weil das ist mein einziger Healer. Naja, Susie kann zwar auch Heilmagie, aber... Na, ganz ehrlich, die bringt's nicht so wirklich. Und diese Beine, die würden mich jederzeit mit Entschlossenheit erfüllen. Nein, würden sie nicht. Okay, das ist nur, dass ich hier durch kann. Aua. Ich will da auch lang. Easy. Noch ein Weg freigeschaltet. Was ist hier? Lass mich rein! Einfach durchsprinten. Oh. Wovor habt ihr denn Angst? Mit Würmen. Was ist Würmen? Ach so, eine Maus. Eine Maus, die keine Perücke trägt. Sag mal, was seid ihr denn für Mem? Ihr seid 10-mal größer als die Maus. Hi. Ein Mausrad. Catch. Oh, ich hab ein paar. Wir sind greifbar, wir sind viele. Ich weiß schon, wie dieses Spielchen funktioniert. Einfach wegrennen. Und wieder einige. Oh, oh Gott. Oh Gott, die schießen ja jetzt. Okay, gucken, dass ich schön viele habe. Oh, und diesmal habe ich richtig viele gekriegt. Einmal. Miau. Seht das als mein Verdienst? Ah, jetzt kann ich da rechts lang, ne? Oh, die müssen natürlich das ganze Essen machen. Und ich darf nichts davon haben. Ich habe gerade hier Enter die ganze Zeit an den dran gedrückt. Nein, den Weg gehe ich nicht. Da ist der hier mehr safe. Also dieses Mausrad zu bekämpfen war richtig easy. Okay, ein Riesenraum. Hier erwartet mich doch safe ein Boss. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Es ist verschlossen. Ja, dann frage ich mich auch, was ist mit diesem riesigen leeren Raum? Ist es denn eine extravagante Dinner-Bonanza? Ich muss jetzt den Schlüssel suchen.
aufteilen. Das kann ein Weilchen dauern. Nein, ich geb nicht auf. Als ob die sich auch noch neu sortieren. Also, wenn wir so suchen, dann finde ich nie. Ich werde nicht aufgeben. Also, das Rätsel ist gemein. Können wir die Teile nicht einfach zusammenschlagen? Ich werde nicht aufgeben. Da muss irgendwas anderes sein, was wir tun können. Ah! Irgendwas war da drunter. Der Hund! Aber der kann das Teil erschlagen. Ja, Hundi, mach mal. Ich kann den steuern, ne? Ich finde das witzig. Hab ihn! Wie kommen wir runter? Oh. Er hat ihn kaputt gemacht. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Immer diese bescheuerte Köter. Wofür haben wir überhaupt den Schlüssel geholt? Soll ich hier links lang? Nicht versuchen, kaputt zu machen. Verdammt. Okay. Der ist schon gelb. Die müssen alle kälter gemacht werden. Lucy kann hier nur zugucken. Auf Code auf den. So. Fertig. So, und ich achte doch. Ich wollte das Bonbon haben. Und jetzt kann ich einfach alles sperren. Ciao. Im Prinzip habe ich ja nichts Negatives davon. Ach komm, haut doch ab. Ein bewegendes Bild. Eine riesige Queen. Hier ist auch safe was. Okay, hier geht's weiter. Das merken wir uns. Geh einfach durch. Reiß jetzt drauf. Okay, dann gucken wir uns halt erst die Räume an. Hä? Ein UFO? Ich glaube, ich muss alle UFOs einmal abheben lassen. Und einer ist verreckt. Perfekt. Hier gibt es bestimmt ein Secret. So, und jetzt sprinte ich einfach durch, dass das Teil mich nicht trifft. Zwei sind noch übrig. Ja, und da war eine Kiste drunter. Glauschart, dafür habe ich mein Leben riskiert. Was bringst du mir? Oh, das nimmt an Geld zu pro Chapter. Okay, dann hat es Sinn, dieses Item zu behalten, aber ich würde es dann eigentlich lieber in die Trash-Kiste schmeißen, also in dieses Quick Pocket. Und ich muss mir merken, Thron der Götter brauche ich noch. Oh, Blau hüpft rum. Einer hat's genossen. Warum genießt ihr das nicht, ihr Dreckigen? Okay.
Oh, hi. Hi, Bertley. Unrounded. Ah, da komme ich zum obersten Stock weg. Ich glaube ihm irgendwie nicht. Okay. Ich hab Susie verloren. Nein. Ja. Was ist überhaupt ein Lucky? Bin gefüllt mit der Kraft von Bücherlöchern. Oh. Warte, bei dem Film, da gucke ich doch direkt mit. Der wurde auch letztens im Kino angekündigt. Okay, der Ritter. Es gibt einen Ritter. Mann, wo kommen diese Fliegen immer her? Warte mal. So. Ich habe mal das Mikrofon für den Avatar näher rangeholt. Weil ich benutze zwei verschiedene Mikrofone. Okay, die reden nur über den Geysir. Gut. Was haben wir hier rechts? Säure. Ein Pool. Für euch ist das vielleicht ein Pool. Warum hast du das? Schön für sie ist das ja Wein. Einfach den Schalter umlegen, nehme ich mal an. Sag ich doch. Ich wollte aber eigentlich nochmal zurück, weil da war noch eine Tür. Oh, ein Haus! Ja, wir sollen sie ja ablenken, ne? Und sie sagt sogar, sie ist so abgelenkt. Das frage ich mich auch. Was sind diese kleinen Häuser? Och, wie nett, dass du uns Villas schenkst. Durch die Säure sollen wir sinken. Welche Banane? Es ist eine Banane. Ich denke mir, es ist ein Hehl. So, erst einmal hier unten, dann da. Wir haben Spaß, Wotzi, ne? Oh, eine riesige Hand, oh nein! Die müssen wir wahrscheinlich erstmal ausmachen. Die Häuser, müssen die alle blau werden? Oh, die drehen um, wie man laufen kann. Okay. Dann gucken wir doch mal, was ist hier? Hallo? Tja, jetzt wissen wir, was sie von der Statue gehalten hat. Wie soll das funktionieren? Achso, wir haben hier gerade jemanden gerettet. Ach, er wollte nur das kleine Haus sauber machen. So. Und da ist eine Vase. Wollen wir ihn sauber machen? Ach so, nur dieses eine Mal lässt er es durchgehen. Weil wir haben ihn ja gerade gerettet. Okay. Muss mir noch irgendwie einen anderen Weg machen. So, hier, das muss einmal aktiviert werden.
will einmal zu diesem Schloss. Okay. Hat überhaupt nichts getan. Warte mal. Die sind doch eh alle schon direkt von Anfang an am Schlafen. Kann ich direkt Patsy fallen? So, und direkt nochmal Pacify. Easy. Das habe ich für eine Kiste getan. Und was ist drin? Revive das. Ich glaube, das heilt sogar die gesamte Gruppe. Kann ich nicht nachgucken. Verdammte Axt. Dafür müsste ich erst einmal in dieses große Inventar. Und hier ist ein Rätsel. Ich muss jetzt erstmal schaffen, dass alle durch können. Oder muss ich einfach nur die Häuser damit aktivieren? Da war eins drin. Ah nee, ich muss das am Ende ausmachen. So, das einmal umschalten. Ich will natürlich auch die Kiste einmal ganz oben haben. Warum rennen die da oben lang? Oh, und da waren nur 20 drin. Hat sich jetzt gefühlt nicht so sehr gelohnt. Warte mal. Gehen weg. Okay, beim ersten geht der runter, beim zweiten hoch. Müsste eigentlich so funktionieren. Außer ich mache absoluten Stumpfsinn und berechne falsch. Ich habe es vom falschen Haus berechnet. So. Geschafft. Damit habe ich den rechten Bereich hinbekommen. Jetzt ist in der Hand und die haben eingeschlagen. Okay. Perfekt. Das war auch gleichzeitig der rechte Weg. Der linke. Also was links gewesen wäre. Läuft. Jetzt heißt es erstmal zugucken. Kann ich mich hier ein bisschen zurücklehnen? Ja, und weißt du, was ist? Ja. Ich finde das auch schön. Weil sie liebt mich. Ja, ich kenne das. Einfach nur du selbst sein. Ja, Freunde zu sein bedeutet mehr als nur nett zu sein. Wenn mir einer die ganze Zeit nur die Butter seid ihr reich vom Leben, was hilft mir das? Wenn ich Scheiße baue und der sagt, hey komm, hast du gut gemacht. Das bringt mir nichts. Es ist nice, dass Wazi Wazi ist. Ja. Ja. Ich bedeute dir wohl sehr viel. Ja, du bist halt ein kleiner Quietsch. Ein Kerl, der einfach nur liebenswert ist. Genieße es schon die ganze Zeit. So viele Häuser. Was soll ich denn hier machen? Okay.
Ruxel Card? Was hast du vor? Bist du Davy Jones oder wie? Könnte das nicht auch zu Ruxel passieren? Okay, ich versuche das gar nicht erst zu lesen. Ja, er versucht in so vielen verschiedenen Akzenten zu reden. Okay, der hat sich von der Queen einlullen lassen. Der Ultimate Minion, der kein richtiges Rätsel hinbekommt. Oh. Will ich wissen, was das macht? Ach, das ist der Panzer, den man im ersten Teil gebaut hat. Für Susie und Lancer. Funktioniert er jetzt? Welches Haus nehme ich? Ich nehme mal warte mal. Defend. Destruct. Es ist einfach nur ein Spiel, wie viele Häuser wir einnehmen, oder wie? Er lässt Kisten fallen. Naja, zumindest versucht er es, ne? Okay. Ich habe ein paar eingenommen. Mein Plan ist es, einfach ihn abzuschneiden, dass er gar nicht erst weiter einnehmen kann. Oh, der Panzer funktioniert jetzt, glaube ich, wirklich. Was passiert, wenn wir gewinnen? Ja, ich habe ihn einfach den Weg abgeschnitten. Der scheiß Panzer funktioniert jetzt. Warte. Take house free. Nein! Du kannst nicht mehr gewinnen! Indem ich dir einfach den Weg abgeschnitten habe. Easy going! Ich hätte natürlich auch fair spielen können, aber wenn ich es mir leicht machen kann... Will ich wissen, was du machst? Nein, mit ihm passiert es jetzt auch. Müssten wir ihn nicht einfach mitnehmen? Er muss doch auch in diesen Geysireimer rein. Frau Ruxel, die Misere hast du dir selbst zuzuschreiben. Oh, einmal ein Lächeln für die Kamera. Warte. Design Hack Royalty. Hallo? Das ist die beste Geste, hallo? Wenn schon, dann die richtige. Das ist doch so nett. Ja. Ich würde dir das Bild zeigen, aber du bist gleich ich Stein. Ja, das war recht nett. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe mit dem einen Raum was verpasst. Ja.
ich frag mich, wie es der geht. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Baut bestimmt Mist. Der Mond sieht aus wie ein Baseball. Diese Welt. Wer ist das? Ist da irgendwer? Ach, die Dinger. Und ich hatte sie nicht. Ihr könnt nicht jemanden fangen, der schon eingefangen ist. Ja, sie hat ja nur die Kabel durchgeschnitten. Gewöhn dich nicht dran. Okay, werde ich nicht. Der Mond sieht toll aus. Naja, wir wissen ja, wie wir hergekommen sind. Dunkle Welt. Du hast nur einen Traum. Na toll, jetzt hast du verkackt, Susi. Es stimmt nicht. Okay, das stimmt. Sie interessiert sich eigentlich für keinen, außer Lancer beispielsweise. Warum hat sie nie irgendwas gegen sie gemacht? Oh, das ist ja nett. Ach so, und sie hat natürlich ein Stück Dreck gegessen. Das ist die echte. Ey, guck! Das wird nicht funktionieren. Bertie ist, glaube ich, direkt an der Tür, oder nicht? Ja. Du zeigst den Weg an. Das ist die Susi, die ich kenne. Ich persönlich habe einen Groll vor diesen Dingern, weil ich massive Höhenangst habe und niemals mit diesen Dingern fahren könnte. Weil der Hauptgrund, warum man sich da draufsetzt, ist ja, dass man von oben herunter gucken kann. Chris weiß doch nicht, was zu tun ist. Riesenräder. Viele lieben sie, ich hasse sie. Warte. Ja. Ja, ich schon. Sie hat Angst vor der Höhe. Die mag grausame Dinge, also die einen richtig Angst einjagen. Sie hat eine Schwester? Okay, wenn du dich dadurch toll fühlst. Ja. Okay.
Oh, das finden sie schön an der. Ja, und ich hätte das jetzt auch direkt gefragt, was das bitte heißen. Ist die gute Seite von schrecklich bzw. angsteinflößend. Hast halt keine Angst, Regeln zu brechen. Ich würde sowas nicht bringen. Do something crazy. Wenn du irgendwas Verrücktes tun würdest, könntest, was würdest du tun? Das tust du bitte nicht. Nein, tu es nicht! Nein, es ist kein Traum! Du würdest nie fliegen! Niemals im Leben würdest du fliegen. Ich hatte mich übrigens kurz ein bisschen zurückgelehnt, weil wir eh gerade nur am Lesen sind. Im Moment. So, ich habe die Kamera für den Avatar ein bisschen angepasst. Du würdest nicht wirklich rausspringen, oder? Keine Versprechen. Das stinkt Susi, wenn sie da rausschaut. Sag etwas Cooles, romantisch passt zu dir nicht. Als ob sie Susi Silla wäre oder irgendwas in der Art. Was? Ist das etwas, worüber du viel nachdenkst? Nee, hab nur gerade das erfunden. Macht dein Schweif immer so etwas, wenn du lügst? Hä? Nicht da drauf starren. Ich hab keinen Schweif. Das ist ein Teil deines Traums. Muss er auch einfach in Real Life gucken. Ey, nicht! Ja. Ich weiß, ich möchte nicht als Menschen, aber. Oh, oh. Wir bleiben noch sauber hier, ne? Sie zittert nicht mehr. Ja, durch Susi ist sie ein bisschen komfortabler geworden. Das war doch schön. Du träumst doch gar nicht. Birdly. Schmeißt die Rose weg. Ja, der gute Teil des Turms ist vorbei. Ja, ich bin jetzt dumm. Jetzt. Okay, wir müssen jetzt den Tag retten. Warte, du willst jetzt nicht da runterspringen, oder? Okay. Du hast so viel für ihn getan. Und er entschuldigt sich mal. Wenn nur die zwei da sind, ist er nett zu ihr. Okay. In irgendeiner Art und Weise wollte er ihr helfen. Er hat über sie bestimmt und dafür entschuldigt er sich. Das ist auch schön. Ja. Nee, das ist es nicht.
ist es nicht Birdley. Sie hat einen Crush, wenn auf Susi. Er ist in dich verknallt und er wollte das einfach nur... Och. Er hat übertrieben. Was? Jetzt ist der in Susi verknallt. Bring ihn doch nicht gleich um. Geronimo! Bertie, lebst du noch? Kann mal irgendwer Wortsie aufhelfen, danke. Und jetzt ist der ganze Trupp wieder beisammen. Ich glaube, wir kommen dem Ende näher. Ich glaube, jetzt gibt's den Bossfight mit Queen so langsam. Was bist du denn? Rare Wire? Ich glaube, ihr müsst mit tough sein. Okay, das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Achtung! Okay, versuchen wir es mal mit Sweet Talken. Okay, wir müssen aggressiv sein. Ah, und jetzt sind die Akte mehr effizient. Okay, der ist deutlich heftiger als seine anderen Compadres. Heil dich mal, Wolsey. Aus. Alter, wie schnell kriegt man die TP auf ihn, bei ihm aufs Maximale? So, Action! Habe ich ihn jetzt endlich so weit? Aua! Au! Ich heile erstmal. Ich habe nämlich verdammt viel Schaden gefuttert. Und Wolsey ist down. Super. Au. So, jetzt aber. Jetzt noch einmal Susi heilen und dann habe ich ihn gesperrt. Ich wollte halt nur die Gruppe einmal voll heilen. Das war sogar ein Special-Gegner. Ah, das war eine Abkürzung hierhin. Okay, dann kann ich ja jetzt gucken. Oh. Hi. Wo kommst du denn her? Der Arme, der muss auf Toilette. Okay, ich kann ja jetzt gerade wieder mein Inventar füllen. Ich nehme einfach einmal den Spaghetti-Code. Und gehe einmal zur Trash-Zone. So, bei dir kann ich noch jetzt mein Inventar. Wo war das? Wo kann ich in dieses Extra-Inventar zugreifen? Das war die falsche. Ich hab die da drin, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme.
Ja. So. Wie komme ich an das andere Inventar? Muss ich mit irgendwem Bestimmtes reden dafür? Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Revive das jetzt noch drankomme. Warte mal. Okay, hier kann man nichts machen. Das Spiel kennen wir ja schon. Easy going. Irgendwie muss ich doch darauf zugreifen können. So, jetzt kämpfen wir wahrscheinlich gegen Queen. Wen nimmst du, ihr Idioten? Du bist wahrscheinlich richtig schrecklich als Gegner. Lass doch die arme Noelle in Ruhe. Hm? Bertley? Nein! Bertley hat zumindest versucht, oder? Hey. Du hast mit Noel dasselbe gemacht, oder wie? Wupplosen. Erstmal will ich Bertley retten. Wir müssen die Likeness fröhlich machen. Bertley, ich werde dich retten. Okay, der Angriff ist easy auszuweichen. Warte mal. Wirf mich! Ich brauche ETP. Ja, eins getroffen. Das macht ungefähr genauso viel wie das andere. Ist also praktischer. Oh nein. Jetzt muss ich auf das oben achten, weil die sich ihr Glas füllt. Die hat sich ein Schild gemacht. Rockentoast. Willst du das alles trinken? Die trinkt das halt wirklich. Oh Gott. Easy. Rockentoast. Muss das Ding halt leer sinken. Trinken. So, Deutsch hinbekommen. Bisher easy. So. Dual Heal. Kann ich mir merken. Mach einmal Heal Prayer auf mich. Oh, jetzt habe ich 3 Kabel zum Abwerfen. Einen Moment. 2 habe ich getroffen. Okay. Puh. Übertreib doch nicht direkt. Wirf mich. Und du versuch ihn loszubinden.
Nein. Was interessiert mich das? Oh, nö. Es bringt übrigens nichts, die Dinge abzufangen. Ich dachte, man könnte ich verhindern, dass sie ein Schild ein bisschen kriegt, aber... Pusterkuchen. Toast. Toast. Warte mal, habe ich den Duel hier noch? Ja, aber der kostet mich halt 50 TP. Warte mal, wie man so? Toast? Defend? Toast. Wow. Ein Toast fürs Butler trinken. Fürs Butler sein. Neigt? Wer ist denn neigt? Oh, ey, ich bin auf einmal auf Twitter gelandet. Okay, einmal ein Duel hier und ein Toast. So, gib mir den Duel hier. Jetzt steht der Kasten unter Strom. Ich darf den Rand nicht berühren. Au. Rottentoast. Lauf das Ding leer. Los. Sauf. Sauf, bis die Sonne lacht. Oh Gott, die Attacke schon wieder. Auch noch mit dem kombiniert. So. Rottentoast, damit der Schild weg ist. Okay, die Queen ist ein bisschen schlimmer als gedacht, aber das wird bestimmt noch schlimmer. Okay, die Attacke geht tatsächlich. Drama. Oh Gott, jetzt rastet es aus. Wo hat sie? Ich hab Ratsy verloren. Ich heb mir den auf, weil es gibt bestimmt noch einen Secret-Gegner. So, losen. Hilf ihm. Nein! Ich heiße deine Welt der Finsternis nicht willkommen. Easy. Jetzt mal im Ernst. Wie weit? Die braucht noch ein bisschen. Groblüsen. Du willst jeden kontrollieren. Das ist einfach nur schlimm. Die Technik, die mag ich nicht. What's the duel hier? Toast. So. Ja, du kontrollierst gerade Birdly. Nur für ihn, oder wie? Das ist ja richtig fies. Das ist einfach nur gemein. Dame Birdly hat er nicht verdient. Was willst du einen? Gott, das Ding dreht sich. Also dieser Kampf ist definitiv der schwerste im ganzen Spiel. So, noch ein Gruppentoast. Okay, es reicht, glaube ich, wenn zwei jetzt einen Toast machen. Oh Gott, alles zusammen. Du willst mich doch verkackeiern. Warte mal, Redbuster ist eine Option? Gruppentoast. So, weg damit. Oh nein. Sie hat noch einen ultimativen Move. Ja, der Donut ist fehlgeschlagen, aber jetzt sehe ich die Scheiße nicht mehr. Okay, du wirst mich und Wörth, sie heilt sich so lang. Oh Gott.
Ich habe alle getroffen. Keine Ahnung, was irgendwer wollte. Aber ich bin endlich befreit. Was zum... Was tust du? Freedom! Du hast die Nummer 3 gemeistert. Aber du kannst nicht vier von uns besiegen. Du würdest definitiv mir in den Arsch treten. Außer... Oh no, nein, was? Was ist das, Alter? Als ob das gegen uns funktioniert. So ein Feigling. Ja, Bertley. Ey, das war jetzt einfach nur doof. Es hat all seine Energie geraubt. Bertley, hey! Aufwachen! Ich krieg einen Schlag ab. Hat sie gerade... Nein. Okay. Eigentlich ihn noch ein bisschen mehr bequasseln. Ah, okay, ab jetzt ändert sich der Text nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Susie hatte darauf keinen Bock mehr. Und da ist schon wieder die Queen. The Roaring Knight, also der brüllende Ritter. Was passiert da hinten mit der Stadt? Okay. Was ist mit der Welt, die sie kreiert haben? Nein, du machst nicht noch mehr Finsternis. Du wirst nicht die Welt im Finsternis tauchen. Diese Kraft des Willens. Die Kraft der Entschlossenheit. Das haben alle Leugners. Einer von ihnen mehr als genügend Entschlossenheit hat. Könnte nicht jeder einen dunklen Geysir machen? Also dann die Ritter dann gehen würden. Dann würde ich einfach einen neuen machen. Bist ein grauenhaftes Biest. Das findet sie bestimmt nicht toll. Oh, oh, die Mame. Susi? Ja, Susi hat dich schon wieder gerettet. Irgendwie wusste sie ja, dass es passiert. Ja. Warte, warte, warte. Wieso sollen wir gehen? Sag bloß, die Riesenstatue lebt. Ach du Kacke. Ich hab den bemerkt. Ich hab mir nur nicht viel dabei gedacht. Ich dachte, das wäre eine Riesenstatue.
Sie hat darüber die ganze Zeit geredet. Das wird dir auch nicht viel helfen. Ja, doch, ach, das wird helfen. Bitte nicht. Nein. Niemals aufgeben. Und was ist, wenn du eine andere Form hast? Ich sag eben schon Scheiß drauf. Wir haben auch eine. Komm schon. Hä? Nun, wenn man drüber nachdenkt. Nicht zurückhalten, ne? Ich denke gerade drüber nach. Bertley? Ja! Meine drei Freunde! Die liebe ich. Alle, die ich hier bekehrt habe. Ultimative Gruppenprojekt. Ja. Wir geben alles in diese Statue. Frisches Kochen. Organisation. Und. Was das Wichtigste von allem, was auch immer dieses Ding ist. Muss ich jetzt doch kämpfen? Jetzt spielen wir einfach eine Riesenversion von Punch-Out oder wie? Round one. The Turbo Dodge, Fast Attack, Self Mix. Ich versuche immer noch den Kampf zu vermeiden, ne? Du wirst niemals treffen. Self Fix. Fast Attacks, Better Dodge. Ich glaube, ich muss das Ding halt wirklich kaputt machen. Da stand sogar, wartet. Da, Mercy ist durchgestrichen. Das heißt, ich muss kämpfen. Also, ich kann nicht sperren. Aber ich kann es trotzdem versuchen, oder? Nee. Nee, ich muss kämpfen. Komm. Kannst nix. Perfekt. Ich denke, hier ist es erlaubt zu kämpfen. Nee, warte. Die muss ich irgendwie schlagen, ne? Falsche Taste erwischt. Warte, ich gönne mir ein bisschen TP. Ist so easy, der auszuweichen. Sag dich und lass mich währenddessen verprügeln. Versuche halt auch ein bisschen TP zu sammeln. Nein! Ich muss das halt kaputt machen. Okay, ich muss wieder schlagen. Zack! Ich habe X gedrückt. Self-Fix! Ich werde die Welt der Träume erfahren. Pam, pam! Oh, es rastet aus! So, verteidigen. Ausweichen und boxen.
Stark und es gibt sogar TP. So, Lasermodus. Okay, sie erinnert sich nicht an das, was ich mag. Dann kriegst du jetzt Schläge von mir. Kannst du es wagen, das Noelle anzutun und sich dann noch nicht mal an das zu erinnern, was ich alles mag? Pam! Schlage ich dir erstmal ins Gesicht! Pam! Wir wollen dir nicht joinen. Mir egal, was du mir alles anbietest. Oh. Oh Gott. Raketenmodus wurde offenbar eingeschaltet. Da muss ich erstmal defenden. Okay, letzte Phase offenbar erreicht. Ich muss aber erstmal healen. Zellfix! Time of the world is over. Oh nein, niemals. Ach du Kacke. Ach, da hätte ich ducken müssen. Nochmal heilen. Auch wenn ich jetzt keinen TP mehr habe. Aua. Brauch ein bisschen TP. Nein. Oh Gott. Du kriegst jetzt einen aufs Maul. Nein, sie wird keinen weiteren von diesen scheiß Geysieren machen. Aua. Zack. Das kannst du alles sowas von vergessen. Autsch. In dein Gesicht. Okay, sie wiederholt sich nur noch. Autsch, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich muss healen. Easy. Du denkst, du wärst hier die große Show? Ich zeig dir hier, wer hier der Boss ist. Da fehlt nicht mehr viel. So, gehen wir den Turbo Dodge. Ey, war da noch nicht ein dritter Typ? Zack! Nur sie hat sie komplett vergessen. Nee. Deine finale Attacke, okay. Das, und das ist jetzt dieses Feuer, oder wie? In das ich auch noch reinlenke. Ich verteidige mal. Falsche Richtung! Aua! Aua! Ist denn selbst? Besiegt!
Ja. Ja. Wir besitzen noch eine Sache und die wäre. Okay. Hände, die man auch entfernen kann. Also eine ablösbare Hände. Nein. Dein Ding ist aber auch kaputt. Ja, was soll sie damit machen? Gib einen Scheiß auf, was sie sagt. Nein, das würde sie nicht glücklich machen. Lass die da raus. Das würde niemanden glücklich machen. Das sind die richtigen Worte, Noel. Ja, bei dir war alles, ne, nicht richtig kalkuliert. Nur so kalibriert. Entschuldigung, ich hatte mich erst verlesen. Ja, mit deiner eigenen Kraft. Die Welt, die dich glücklich macht. Ihn? Ihn? Geht's dir gut? Leute, wie kommen wir überhaupt da raus? Was hat Queen denn gesagt? Ja, sie soll die Welt wählen, die sie glücklich macht. Sie will in keiner Welt leben, wo man kontrolliert wird, will ich auch nicht wollen. Ja, diese Welt ist auch nicht so schlecht. Susie denkt natürlich genauso, deswegen wollte sie ja am Anfang des Spiels direkt wieder dorthin zurück. Ja. Hier haben wir richtig viel Fun. Ja, das ist schon eine schöne Welt. Warum sollten wir nicht hier bleiben, ne? So, endlich willst du dich richtig entschuldigen. Was hast du vor? Nein, mach keinen neuen. Ne. Tu es nicht. Hör auf. Was, sie ist mal aggressiv. Er würde nur unseren treiben damit. Ja, wenn das der Schatten zu stark wird, dann würde die Welt zerbrechen. Es würde die Welt ins Chaos stürzen. Ah, es ist eine Welt, die wir nicht haben wollen, ne? Das würde dann auch noch deren Welt zerstören.
Also das ist eine Welt, die man nicht erschaffen darf. Weil die werden dann in einer endlosen Nacht gefangen. Jetzt verstehe ich auch, warum wir die Dinger überhaupt alle schließen. Das wusste nicht mal die Queen. Ja, ich will die Heldenwelt nicht zerstören. Aber schön, dass Wart sie uns mal belehren musste. Man kann andere, die Gefühle von Menschen und anderen Lebewesen einfach nicht kalkulieren. Das ist nicht möglich. Sie will halt nicht, dass nur Elsa traurig ist. Ja, wir waren ein richtig gutes Team am Ende. Wir drei sind nur genervt. Wir waren kein gutes Team. Kannst du uns jetzt mal endlich loslassen? Und sie hat sich gegen die Queen zur Wehr gesetzt. Ja, du wirst bald aufwachen. Es war kein Traum. Ja, wir müssen auch mal langsam gehen. Wir sind hier halt wirklich am Ende des zweiten Chapters langsam. So, sie ist die Inkarnation von Mutig, ja. Wirklich? Du kannst den Namen nicht. Oh, kann ich ja wirklich, ne? Und schon cancelt sie das. Jetzt müssen wir nur noch das tun, wofür wir hergekommen sind. Okay. Die ist, steht doch direkt dort. Ich liebe dieses Face. Darüber lachen sich erstmal alle schlapp. Zeit, den Brunnen zu schließen, beziehungsweise den Geysir. Ja, das ist Susi. Ja, wir sind schon wieder hier. Der brüllende Krieger. Wie auch immer die sind. Und sie machen diese Geysire. Aber ist das wirklich eine böse Sache? Was Schlechtes? Seit sie aufgetaucht sind? Ist alles ein bisschen interessanter geworden, oder einfach nicht? Wir müssen darüber nicht lange nachdenken, ne? Jetzt ist die Zeit gekommen. So als ob meine ganze Seele leuchtet. Und wieder mal haben wir den Tag gerettet. Und das haben wir innerhalb von 3 Streams geschafft. Die beiden pennen wirklich. Hä? Was ist passiert? War ein Traum, nicht wahr? War alles ein Traum? Natürlich. Muss ein Traum gewesen sein.
Nein. Was willst du sagen über Susi? Ja, ihr habt uns hierfür eingeladen. Ah, ich fand's interessant. Wenigstens nur L konnte man nebenbei steuern. Ja, wir können es versuchen. Ist es Boom? Wer ist Mrs. Boom? Hoffentlich verbesserst du jetzt wenigstens dein Verhalten. Ich glaube, Birdly weiß noch, dass das kein Traum war. Susi, alles in Ordnung? Naja. Ich weiß es ja nicht. Nee, da kommt noch ein bisschen was. Es ist wirklich besser so. Ich finde, es ist auch viel epischer für den Helden, dass seine Taten ungewöhnlich bleiben, also dass man nicht davon weiß, dass der gerettet hat, als dass du dir jeden Tag anhören müsstest, hey, du hast die Welt gerettet. Da würde dir auf kürzester Zeit auf den Nerv gehen. Lass uns hier gehen. So, kann ich jetzt noch hier das Schloss besuchen oder geht das nicht? Ja, es ist spät geworden. Ja, ich soll es nicht sagen. Will ich nicht. Ich will nur gucken. Kann ich jetzt nochmal zu Azis Schloss? Vom Prinzip her sollte ich doch dahin können. Ja, kann ich. Ich will jetzt einfach gucken, ob die alle da sind. Hier ist auch Queen. Ja, das ist unsere Stadt. Nicht schlecht. Okay, gern geschehen. Oh nein. Das Schicksal haben wir uns selber eingebrockt. Warum haben wir sie nicht einfach abgeschlachtet? Okay. Ich würde schon gern mit denen reden. Erstmal speichern. Und ich wüsste nach wie vor gerne, wie ich auf das Inventar zugreifen könnte. So, hier ist das Café. Oh, da ist sogar die Katzenlady. Bitte schlag mich nicht mit der Peitsche. Sollen das so ein Tiercafé machen? Miau. Okay. Sag mir, was es gibt. Okay, wer war der komische Dude, der hier das Café umändern wollte? Der Quickhoots. Okay. Ab hier. Level 8 waren die Viecher. Ich kann aussuchen, wo die gammeln. Ey, das ist... Das Spiel ist einfach nice.
Muss man einfach sagen. So. Hier ist jetzt der Bug-Typ. Lancer! Ist der Preis? Okay. Aber sie kann auch einen Kuchen machen. Ich hätte gern einen Kuchen. Nein, bitte nicht. Die bringen einfach überhaupt nichts. Ist im Party-Dojo jetzt irgendwas anders? Nein, es ist nur ein Battlemaster. Okay. Ich kann hier einen Kampf haben. Rose Life Saving. Cast Manager 250. Okay, hier könnte man nochmal herausfordern. Das mache ich vielleicht in einem nächsten Stream. Hat der Shop irgendwas Neues? Nein. Okay, der erzählt mir nichts Besonderes. Dann gucke ich jetzt auch mal, kann ich in Waltzys Zimmer jetzt mittlerweile? Oh, da ist der komische Mülleimer schon wieder. Hallo? Warum sind die dahinter? Das ist der alte König. Ja, wir haben sie schon getroffen. Wien und der König verstehen sich. Er ist einfach nur noch ein riesiger Hamster. Ich finde das lustig mit den beiden. Oh, ja, Lancer geht es gut. Kann es sein, dass die mal zusammen waren? Ja, das ist auch mal Lancers Mutter. Ja. Wenn er weint, dann soll man ihn wie Ball behandeln. Buxel! Wer ist jetzt neu in der Stadt? Ich denke ich. Ich hab mal in Puzzle vergessen. War das? Das war mein. Das war ein Ersatzvater für den Sohn. Was wäre, wenn ich am Anfang hier reingegangen wäre? Okay, mehr gibt es hier unten offenbar nicht. War schön, dass man auch nochmal mit dem König reden konnte. Oh, da ist ja das süße kleine Ding vom letzten Teil. Die das Teil ist blockiert. Okay. Ein Kuchen. Er hat einfach allein gefuttert. Ich wollte auch ein Stück. Hoffentlich kann ich jetzt endlich auch einmal in das Zimmer von dem. Im Waltzy. Ein Zahnpastenjunge. Okay. Sie ist doch kein Vater.
Wollte gerade sagen. Okay, nach oben kann ich trotzdem nicht. Hm. Ja, dann haben wir hier jetzt auch mal erkundet. Sehr interessant. Kann ich jetzt hier nach rechts? Also durch das Tor oder ist es blockiert immer noch? Oh, hier ist der Music Shop. Jetzt kann ich mir die einzelnen Musik-Soundtracks anhören. Mit Cyberworld. Oh, ich glaube, den Song werde ich mir sogar downloaden. Ich finde ihn richtig nice. Ja, der cool Beat, ne? Warte, komm. Ich will diesen einen hier hören. Wie hieß der nochmal? Der war im letzten Teil und der war richtig geil, der Dude. Schade, man kann den jetzt nicht so sehr hören. Aber ihr wisst, welchen ich meine. Da war dieser eine Dude. Ich will gucken. Gammel, der AdTube. Nee, der Spam-Dude. Das war der. Der hat einen zugespammt. Irgendwie Spam-Guy hieß der. Den Song zu dem fand ich auch eigentlich richtig nice. Aber ich habe den hier nirgendwo gesehen. Dabei habe ich den eigentlich sogar recruited. Warte mal. Hätte ich den hier reinstellen können? Ist der hier irgendwo? Nee, der ist nicht in dieser Liste drin. Schade. Schau, er winkt uns sogar lächelnd. Na komm, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Aber ich will gucken, ob ich in der Stadt noch was hier Spezielles sehen kann. Wo ich mit Leuten reden kann. Was bist du? Weißt du, manches Witze nicht hinterfragen. Ach, die beiden Ritter vom Undertale. Die sich so gern haben. Hier unten war ein geheimnisvolles Tor beim ersten Teil, wenn ich mich noch recht entsinne. Ja, ist es immer noch. Und da ist auch Monster Kid. Ich würde da gerne einmal rein. Aber Chris, ich bin doch kein Feigling. Susi. Was habt ihr gerade gesagt? Hm? Ich hätte jetzt lustig gefunden, hätte sie die Tür dabei aufgetreten. Ich wüsste auch gern, was mit dieser Tür ist. Die interessiert mich wahnsinnig. Ich will da rein. Aber ich weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Das geht wahrscheinlich im Verlauf der Chapter irgendwie. So, wen finden wir hier unten? Was suche ich? Asriel? Ah, okay. Er hat all seine Sünden gebeichtet. Der gute Asriel. Mann, was hat Asriel nur alles angerichtet? Ach, der hat sogar meine Sünden. Ach, Asriel, wie konntest du nur? Na gut, mehr müssen wir uns auch nicht anhören. Asriel war das einzige interessante Thema davon.
Dann gucken wir uns hier oben noch um. Das Hospital. Nein, danke. Oh, das Alphys. So ist er schon in die Gefahr, dass sie von der Schule verbannt wird, dass sie nicht draußen auch noch verbannt werden will. Hallo, Undyne. Oh Mann, was habe ich denn getan? Undyne glaubt mir nicht, oder? Mit der dunklen Welt. Das war ich nicht, das warst du. Bin ich daran schuld? Okay. Die mögen sich da schon so sehr. Das soll ich jetzt Alphys geben. Aber erstmal muss ich zu meinem besten Freund Napster Bluke. Den Alarm mag ich. Ich soll dir was geben. Ja, das soll ich dir von anderen geben. Ja. Ja, das ist an mich gerichtet. Ich werde dir sagen, dass du das appreciatest. Schön, dass man noch so ein bisschen außerhalb machen kann. Wohnt hier nicht Sans irgendwo? Sans! Bitte tret mir nicht in den Arsch. Was willst du mir andrehen? Habe ich überhaupt einen Korb? Okay. Kann keinen rausholen. Kann ich deinen Bruder sehen? Wir haben keinen Kassierer. Hans! Sans ist. Ey, jetzt macht er nicht nur Papyrus aggressiv, sondern auch noch Susi. Ich genieße das gerade. Einfach eine Granate. Okay, Papyrus wird sich nicht bewegen. Ich will die Stadt noch ein bisschen erkunden. Nein, danke. Ich habe einen Moment hingeguckt und bin direkt geflüchtet. So, hier ist ein Dinner. Achso, Katie hasst sie. Okay. Hallo. Naja. Die kümmern sich halt um dich.
Übel nicht. Waren immer diese Emos. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. Ich denke mal, viel mehr Interessantes gibt es jetzt hier nicht. Und gehen nach Hause. Welches Haus ist unseres? Nicht das mit den Katzenaugen. Ein unseres war ganz hinten. Ja. Ich gehe nach Hause. Irgendwie werden hier mittlerweile richtig warm miteinander. Hallo. Ja, das ist ein Freund. Nein. Und jetzt wird sie bleiben. Sag ich doch, ein Kuchen ist immer überzeugend. Hätte mich auch überzeugt. Dann hätte ich auch nicht Nein sagen können. Erstmal die Wohnung begutachten. Jo. Joje erinnert sich an Susi. Ich glaube nicht in einem guten Sinne. Das weiß ich doch nicht. Oh, Susi darf mitkochen. Ach, wunderbar, cool. Keine Sorge, noch nicht. Ich soll die Kreide in Ruhe lassen. Hände sind gewaschen. Jetzt können wir den Kuchen backen. Weiß jemand, Kuchen macht? Mit den Formalitäten, das ist immer so ein bisschen schwer. Ich kenne das nur zu gut. Yay, gleich gibt's Kuchen. Darf ich mitmachen? Gingerbread. Lecker. Was tue ich jetzt in der Zwischenzeit? Ich kann nicht aufs Klo. Einmal die Hände waschen. Was ist los? Genauso schräg wie beim Ende des ersten Chapters. Chris? Will Chris hin? Die machen weiter den Kuchen. Ja, ich hätte auch gesagt, das wollte ich so machen. Aber was war das gerade? Hm?
Was hat hat sie von Sans? Nuriel. Nur sie und Snurry. Ich bin einfach nur verstört von dem, was gerade mit Chris war. Zur Hölle ist Chris. Chris? Das ist halt mega creepy. Die ganze Zeit ist das Spiel mega fröhlich. Warum reißt sich Chris die Seele raus? Das ist krank. Also klar, es gibt viele Theorien um Chris, dass Chris in Wahrheit Carol sein soll. Aber da stimmen so manche Sachen nicht überein. Ja, du kannst auch hier übernachten. Was soll sie sich angucken? Ach, die schläft gerne auf der Couch. Okay. Ich fand es nicht so schön, einen Monat auf der Couch zu pennen. Oh, sag deinen Eltern mal Bescheid. Die hatte noch nie bei jemandem übernachtet. Man muss sagen, dass man sich hinsetzen soll. Was jetzt? Ja, eine Fernbedienung. Weiß ich doch nicht. Ich benutze die Glotze natürlich nicht. Ich glaube, mit allem wäre Toria nicht einverstanden. Ja, vielleicht. Das war eigentlich richtig lustig. Ich würde zwar gern versuchen, aber ich glaube, das würde nicht funktionieren. Es wäre wahrscheinlich schönes Wunschträumen, was wir hier gerade haben, dass die alle in diese Welt umziehen, aber ich glaube nicht, dass sie überleben könnten. Rolzi kann ich mir eigentlich vorstellen, dass er in Wahrheit sogar einer aus der Welt hier ist, dass er Asriel eigentlich ist. Wir gucken eine Kochsendung. Ein Festival? Das würde ich gern sehen. Ey, das ist doch nicht dumm.
Ich würde Walzi mitnehmen. Ja, das ist ein Film für Susi. Giant Human Mew. So Riesenmenschenfilme. Oh nein. Nicht einpennen, ne? Eingepennt. Wir haben Snoozy hier. Chris? Also klar, es wird gerade dunkel. Officer? Officer? Ja. Oh. Chris hat die Räder zerschlagen. Ich würde nicht sagen, dass Chris schläft. Halleluja, Chris. Was richtest du hier noch an? Ich kann gerade nichts machen, ne? Ich kann auch gerade nur zuschauen. Kann natürlich sein, dass Chris so eine Persönlichkeitsstörung hat, also dass das schizophren ist. Chris macht diese Basiere. Oder besser gesagt, seine zweite Persönlichkeit. Du Heiliger. Wie dark die Story auf einmal wird. Es ist immer nur zu Ende der Parts, also der Chapters so. Warum ist die Grinsekatze in meinem Fernseher? Bei mir hängt das übrigens jetzt gerade auch so, das Auto. What the hell? Also das war Chapter 2. Das Ende war wieder mega krank. Aber das Spiel an sich eine Bombe. Also das ist halt einfach nur nice, das Game. Ich enjoy das richtig. Aber ich will einmal kurz schon in den Genocide noch reingucken, ob wir die Monster jetzt wirklich umbringen können. Es geht halt hier in Chapter 3 erst weiter. So, Chapter 2. Play. So, und jetzt starten wir hier den einmal.
wissen ja, dass wir hier jetzt kämpfen. Ich werde jetzt den ersten Gegner tatsächlich richtig bekämpfen. Und das Gespräch werde ich jetzt einfach durchdrücken. Weil wir kennen das ja alles schon. Ich will einfach wissen, ob wir jetzt einen richtigen Genocide starten können oder ob das wieder nur ist, die rennen weg. Wie beim ersten Chapter. Ich skippe jetzt gerade wirklich alles. So, und jetzt werde ich halt auch wirklich kämpfen. Einfach um zu sehen, ob wir jetzt den richtigen Genocide machen können. Also ob wir XP kriegen, etc. Ne, die fliehen. Es hat mich halt einfach interessiert. Können wir jetzt wirklich die Viecher umbringen? Warte. Gut, Basta einmal. Wir wurden stärker. Okay, jetzt ist Rolzi ja da. Aber so einen wirklichen Genocide haben wir nicht. Eher halt so ein Wir können böse sein Run. Ja, das hier kennen wir ja alles. Wartet. Ich gehe jetzt hier einfach nur durch. Genieße natürlich die Cyberworld-Musik. Speichere hier einmal ab. So. Und ich gucke dann jetzt schon mal, ob ich euch an einen Kollegen weiterleiten kann. Nein, kann ich nicht. Ja, Leute, auf jeden Fall war es das mit dem guten One, wo wir nett sind. Wieder mal richtig geil das Spiel. Chapter 2 ist auf jeden Fall den Machern gut gelungen. Ich finde die Enden immer noch mega scary. Also die sind wirklich ein kompletter Stimmungswechsel. Wenn man jetzt hier gerade mal zum Beispiel vergleicht, einfach komplette Fröhlichkeit im Hintergrund und beim Ende, da war es wie in einem Horrorspiel. Also als ob Chris besessen wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich eine zweite Persönlichkeit hat und die zweite Persönlichkeit Kara ist. Das kann ich mir einfach gut vorstellen. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, auf Twitch Follow da lassen, auf YouTube ein Like und ein Abo. Gegenseitig ist es verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, beziehungsweise beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.